herzlich willkommen zu Bildungswerk Live, heute zum Thema Social Media im Bereich von Vereinen und Verbänden. Mein Name ist Frank Decker vom Bildungswerk des Landessportbundes in Mainz, beziehungsweise heute aus Bad Kreuznach live geschaltet zum Thema Social Media. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein in das Thema Social Media. Wir haben das ausgewählt, weil wir gedacht haben, gerade im Hinblick auf unsere Teilnehmer, es ist ein sehr interessantes Thema, Social Media im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen und Verbänden, von Organisationen ganz allgemein. Und natürlich ist das Ganze ein sehr komplexes Thema, gerade wenn man im Hinblick jetzt mal auf die verschiedenen Social Media Kanäle den Fokus legt. Wir haben natürlich als Branchenriese natürlich an erster Stelle Facebook. Facebook ist, glaube ich, so das bekannteste und das älteste Netzwerk, was viele sicherlich kennen werden oder die meisten kennen werden. Wobei ja nicht alle Facebook auch nutzen, logischerweise. Zu den Zahlen kommen wir auch später. Und ja, Facebook, wie gesagt, so ziemlich das bekannteste. Dann natürlich auch die ganzen weiteren wie Instagram oder Twitter, hat jeder schon mal gehört. Wichtig in unserem Zusammenhang ist natürlich auch, wie diese verschiedenen Apps, Plattformen, Social Media Kanälen auch miteinander verbunden sind. Also gerade hier jetzt im Bereich von Facebook ist es natürlich auch so, dass Facebook vor ein paar Jahren die Plattform Instagram aufgekauft hat, genauso wie WhatsApp. Das heißt, letztendlich sind diese drei Kanäle ein Unternehmen und man hört natürlich auch oftmals, dass viele Leute sagen, ja gut, Facebook werde ich nicht nutzen, aber dann gleichzeitig aktiv sind, zum Beispiel in WhatsApp als Messenger diese dann benutzen und die meisten machen sich überhaupt keine Gedanken, dass das Ganze dann zum Beispiel auch ein Unternehmen ist und dass es datenschutzmäßig natürlich so die ein oder andere Fragestellung aufwirft. Ja, also in unserem Zusammenhang nochmal sehr wichtig, also diese drei Plattformen, Social Media Kanäle, die gehören definitiv auch zusammen. Ansonsten gibt es halt noch weitere Plattformen. Ihr seht hier, YouTube ist streng genommen mittlerweile auch ein, ja, Social Media Kanal, war natürlich gestartet mit Videos in allen möglichen Formen. Mittlerweile kann man auch da Leuten, Kanälen folgen. Also streng genommen ist es auch eine Social Media Plattform, genauso wie die ganzen beruflichen Sachen. Das hat hier also nochmal eine kleine Besonderheit. Während Facebook, Instagram so die klassischen Plattformen sind, die in erster Linie auch privat genutzt werden, bezieht sich Xing oder LinkedIn zum Beispiel auch in erster Linie auf diesen beruflichen Kontext. Das heißt, Xing hat vor ein paar Jahren angefangen, ich glaube sogar in Hamburg. Und damals hieß es noch OpenBC, Open Business Club. Mittlerweile der Name geändert zu Xing und ist eine riesen Plattform geworden für alle möglichen Themen rund um, ja, den Beruf. Ist sozusagen eine berufliche Visitenkarte geworden. Natürlich kann man auch hier sein Netzwerk erweitern, vergrößern, kann zu bestimmten Themen posten. Das gleiche wie bei LinkedIn. LinkedIn ist eine amerikanische Plattform im Gegensatz zu Xing. Und ja, ist momentan ein bisschen stärker am Kommen. Ich glaube sogar mittlerweile Xing hat es überholt. Und aber von den Funktionsweisen her ist es auch sehr ähnlich, beziehungsweise man kann hier auch relativ viel mit anfangen. Man kann auch Fachartikel teilen, alles Mögliche eben. Ja, das wäre so die Besonderheit sozusagen im beruflichen Bereich. Also da gibt es spezielle Plattformen, die anderen beziehen sich eher so auf den privaten Bereich oder auf den, ja, Fun-Bereich, Unterhaltung, die, ja, Sachen wie TikTok und Snapchat. Werde ich gleich nochmal ein paar vorstellen davon. Und wie gesagt, Social Media ist eine
ein ganz großes Thema mit einer großen Bandbreite. Und natürlich muss man sich so die Frage stellen, was hat jetzt Social Media mit Vereinen zu tun, mit Verbänden, was hat Social Media mit meiner Organisation zu tun? Und da kommt man relativ schnell einfach zu Daten und Fakten. Ja, konkrete Zahlen gibt es natürlich, man muss ein bisschen suchen, aber wenn man jetzt sich die Zahl 50% vergegenwärtigt, 50% der Gesamtbevölkerung in Deutschland nutzt Social Media Kanäle aktiv, dann wird klar, welche Bandbreite oder welche Tragweite das Thema Social Media auch für Vereine und Verbände haben kann. Wenn man das Ganze noch ein bisschen ausdifferenziert in verschiedene Altersgruppen, dann wird die Sache noch klarer und da kann man sehen, dass zum Beispiel 89, also fast jeder, in der Altersgruppe von 16 bis 24 Jahren Social Media nutzt, in irgendeiner Art und Weise auf den verschiedenen Kanälen aktiv und unterwegs ist. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial an Möglichkeiten, die man da hat, ja, neue Zielgruppen zum Beispiel zu erreichen. Und deswegen nutzen halt momentan auch viele Unternehmen im Marketingbereich das Thema oder Social Media Kanäle einfach, um ihre Botschaften da zu verbreiten, um aktiv Werbung zu betreiben. Und das Ganze kann man natürlich auch als Non-Profit-Organisation nutzen. Und deswegen wollte ich euch hier ein paar Möglichkeiten vorstellen. Wenn man das Ganze von den Zahlen jetzt nochmal sieht und vergleicht so die klassische Werbung, das klassische Marketing oder die klassische Öffentlichkeitsarbeit mit, ja, mit diesen Zahlen, dann wird halt deutlich, dass ich zum Beispiel mit einem Zeitungsartikel weniger Leute erreichen kann als über diese digitalen Möglichkeiten. Und das zu differenzieren bzw. das auch zu kombinieren, das ist so die große Chance. Also ich will nicht sagen, dass das Printmedium ausgestorben ist und der Flyer und alles hat natürlich seine Berechtigung, aber je nach Zielsetzung wird es halt effektiver, wenn man das Ganze zum Beispiel mit den neuen Möglichkeiten kombiniert und da auch eine gewisse Reichweite erzielen kann. Genau, was wären die Möglichkeiten für Vereine und Verbände, für Organisationen? Da gibt es natürlich auch eine ganze Bandbreite. Im Prinzip die bisherige Öffentlichkeitsarbeit kann durch solche Maßnahmen gezielt unterstützt werden, wie ich eben bereits erwähnte. Man muss nicht entweder oder denken, sondern man kann das Ganze gut auch in seine Strategie integrieren. Und da bietet sich Social Media natürlich an, um diese Vereinsaktivitäten darzustellen. Man kann Veranstaltungen bewerben, man kann Kurse bewerben, man kann Weiterbildungen natürlich bewerben. Man kann alle möglichen Medien darstellen, also sowohl Text, Foto und Video. Man ist da relativ frei in seiner kreativen Darstellungsweise und ja, hat da viele Möglichkeiten einfach. Natürlich kann ich da meine Mitglieder direkt ansprechen. Ich kann eine interne Kommunikation aufbauen und die Kommunikation sozusagen nach innen neu gestalten. Ich kann natürlich auch sagen, ich will jetzt meinen Fokus eher nach außen legen und kann sagen, möglicherweise tut es meinem Verein, meinem Verbandsverband gut, wenn ich neue Mitglieder anspreche, neue Zielgruppen definiere und anspreche, dann kann ich natürlich auch nach außen gehen und das ist auch so die große Möglichkeit, die ich da insbesondere habe. Natürlich kann ich spezielle Werbung schalten für verschiedene Veranstaltungen, Angebote und insgesamt kann ich natürlich an meinem Image arbeiten, wenn ich sage, hier, ich will jetzt Social Media mäßig ein bisschen mehr aktiv werden. Das haben mittlerweile auch einige Unternehmen für sich entdeckt, und stärken ihre Arbeitgeberattraktivität in dem Sinne, dass sie neue Zielgruppen oder potenzielle Arbeitnehmer ansprechen oder auch auf verschiedenen Kanälen aktiv sind, die zum Beispiel eher ein jüngeres Publikum ansprechen und da gezielt auf Auszubildenden Suche gehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Organisationen. Also je nach Zielsetzung
bieten sich da verschiedene Kanäle an und die Frage ist natürlich, was will ich damit erreichen? Insgesamt natürlich das Thema Kommunikation, Social Media ist Kommunikation, man bleibt im Gespräch oder ich kann natürlich auch neue Gespräche beginnen, kann aktuelle Themen aufgreifen und kann mit Mitgliedern oder mit externen Personen diese Sachen diskutieren und ja, mich auch da ins Gespräch bringen. Ich habe es eben schon angedeutet, die Zielsetzung bestimmt das Wo und Wie. Also Grundlage meines Handelns sollte natürlich sein, was will ich mit meiner potenziellen Social Media Aktivität erreichen? Also sozusagen die Strategie ist die Grundlage. Und da ist natürlich dann auch wieder die Differenzierung, ja, will ich Erlebnisse teilen? Will ich vielleicht Mitglieder einfach nur halten und ja, für mich als Organisation da mich in eine gewisse Perspektive rücken? Will ich vielleicht auch neue Mitglieder finden oder neue Zielgruppen in den Fokus rücken und finden und die vielleicht dann sozusagen als Mitglieder bewerben? Oder will ich einfach nur auch mit dem Fokus eine interne Kommunikation, meine Kommunikation vereinfachen? Natürlich bieten sich da die Messenger-Dienste an, wie WhatsApp. Und ich glaube, es gibt viele Vereine, die mittlerweile auch schon ihre WhatsApp-Gruppen haben. Und natürlich fällt es da gerade nach verschiedenen Sportarten viel, viel leichter, sich mal schnell zu verabreden. Also ich selbst kenne es aus dem Kanu-Bereich, da gibt es auch vereinsübergreifende Gruppen und wenn irgendwo was geplant ist, dann wird gepostet und wird auf WhatsApp gefragt, wer hat Lust mitzufahren und dann geht das eigentlich relativ spontan und unkompliziert. Genauso kann ich das natürlich auch als Vereinsgruppe machen und kann da verschiedene Veranstaltungen oder verschiedene Termine dann mit meinen Mitgliedern teilen. Und je nach Zielsetzung wird deutlich, dass ich dann natürlich verschiedene Social Media Kanäle anbieten. Da werde ich jetzt gleich nochmal was zu sagen. Und ein Sonderfall ist natürlich, ich habe es eben auch schon mal erwähnt, die Reichweite, beziehungsweise wenn das Ziel ist, nach außen zu gehen, hat es einen unterschiedlichen Zugang, als wenn ich jetzt die Zielsetzung nach innen habe. Das heißt, nach innen seht ihr hier den roten Punkt? Das wäre sozusagen mein direktes Netzwerk in den entsprechenden Kanälen. Das heißt, ich hätte hier zum Beispiel 500 Follower und das wäre mein direktes Netzwerk und hier könnte ich natürlich auch alles teilen, was ich so für wichtig empfinde. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit, da meine Follower entweder direkt anzusprechen oder halt, ja, mehr oder weniger indirekt. Die Frage ist jetzt, wenn man das Beispiel Facebook nimmt, habe ich eine Reichweite durch den Algorithmus. Das heißt also, ich werde nicht unbedingt meine 500 Personen direkt erreichen können, sondern der Algorithmus. Das heißt, die Einstellungen von Facebook sind mittlerweile so, dass ich ungefähr nur 10 bis maximal 20% dieser Fans, dieser Follower erreiche. Das heißt, bei 500 Leuten sehen das in der Regel 50 Leute nur. Und wenn die das teilen, habe ich Glück gehabt, ja, dann wird meine Reichweite wieder entsprechend größer. Wenn es keine Leute teilen, dann habe ich halt leider nur diese 50 Leute, die diesen Post sehen oder meine Ankündigung oder was auch immer. Und deswegen hat man natürlich dann auch clevererweise oder ja, clevererweise von Facebook die Möglichkeit geschaffen, diese Reichweite zu vergrößern. Das heißt, wir sind jetzt hier beim Thema bezahlte Reichweite. Das heißt, klassische Werbung. Also ich habe meinen Post, mein Bild, mein Video, meinen Text, und versuche da über meine 500 Leute rauszukommen. Und ihr seht den blauen Punkt hier in der Grafik. Der ist natürlich wesentlich größer. Und da kann ich jetzt potenziell jeden in Deutschland, der Facebook, Instagram-Nutzer erreichen. So. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum sollte ich das tun, beziehungsweise was gibt es da für Möglichkeiten, das Ganze ja effektiv zu gestalten. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist es,
dass man die Zielgruppe genau definieren kann. Das heißt, auf der einen Seite ist es erschreckend, auf der anderen Seite für die aktiven Nutzer ist es sehr effizient, weil man natürlich hingehen kann und kann seine Zielgruppe so definieren, dass die relativ spitz ist. Das heißt, dass genau die Leute die Werbung sehen, die eigentlich ein Interesse für das bestimmte Thema haben. Das heißt, ich kann natürlich sagen, erstmal, ich will meine Anzeige ausspielen nach Alter, differenziert nach Geschlecht, nach Region. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur Frauen ansprechen im Bereich von Mainz und einem Umkreis von 20 Kilometern. Und die sollen ein Alter haben von meinem Angebot her, dass es eher jünger ist. Dann kann ich sagen, die sollen von 15 bis 35 sein oder was auch immer. Dann kann ich natürlich die Interessen definieren. Das heißt, alle Sportarten, die man so kennt, kann ich in dieser Zielgruppendefinition auswählen und kann sagen, ich will jetzt nur die Leute haben, die eine bestimmte Sportart gerade interessiert. Das heißt also, ich habe jetzt hier nochmal ein kurzes Angebot, ein Beispiel genommen, ein Kursangebot Yoga. Ja, das heißt, ich würde, wie gesagt, meine Zielgruppe entsprechend definieren, kann die Region bestimmen und kann dann alle auswählen, alle Facebook- und Instagram-Nutzer, Instagram-Nutzer auch, weil Instagram natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe, mit Facebook zusammenhängt und weil ich meine Werbeanzeige dann auf mehreren Kanälen ausspielen kann. So, ich kann jetzt alle mit dem Interesse Yoga in dem Bereich zusammenfassen und kann auch andere Interessen, die vielleicht zum Thema passen, da auch kombinieren. Achtsamkeit, Meditation zum Beispiel. Und dann hätte ich eine relativ große Zielgruppe wahrscheinlich. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, diese Zielgruppe nochmal ein wenig einzugrenzen und kann sagen, ich will jetzt aber nur die haben, die diese Voraussetzungen erfüllen, die diese Kategorien irgendwie in ihrem Profil erfüllen und kann sagen, ich möchte jetzt nur die haben, die auch ein Interesse an Weiterbildung haben. Ja, insofern habe ich jetzt ein Weiterbildungsangebot und kann meine Zielgruppe so spitz definieren, dass ich zum Beispiel nur noch 1000 Leute habe in diesem Bereich und die kann ich direkt mit meinem Angebot ausspielen, anspielen. Das heißt, der große Vorteil ist es, dass ich keine Streuungsverluste habe, wie zum Beispiel bei einer Zeitungsanzeige, wo die Frage einfach ist, wer liest heute noch Zeitungen, erreiche ich da überhaupt meine Person, die das interessieren könnte. So, und so hab ich diese 1000 Leute, von denen ich genau weiß, die haben ein Interesse für das Thema und die haben ein Interesse an Weiterbildung. Und insofern würde das hier absolut Sinn machen, eine solche Anzeige auszuspielen. Und so wäre im Prinzip die Herangehensweise für ja, bezahlte Reichweite auf Facebook und Instagram. Ansonsten nochmal ein Blick auf Zahlen, Daten, Fakten. Natürlich, das Thema spielt eine Rolle. Was will ich mit meiner Aktivität erreichen? Und dann ist natürlich die Frage, wo finden sich meine Nutzergruppen? Ich habe hier nochmal ein paar Zahlen zusammengebracht, zusammengestellt. Quelle ist die ARD und ZDF Online-Studie im letzten Jahr 2020. Und je nach Altersgruppe ergibt sich da ein verschiedenes Bild. Also wenn man alle Altersgruppen in Deutschland zusammennimmt, dann ist ganz klar Facebook immer noch vorne, gefolgt von Instagram und Snapchat und dann den anderen. Wenn man das Ganze ein bisschen differenziert nach den jüngeren Zielgruppen von 14 bis 29 Jahren, dann hat man hier ganz klar Instagram auf Platz 1 mit 65%. Dann kommt Facebook mit nur noch 44% und Snapchat zum Beispiel auch 41%. Und die anderen habe ich jetzt nicht dargestellt, aber da wird klar zum Beispiel, dass in den jüngeren Zielgruppen Instagram definitiv vorne liegt, definitiv von den jüngeren Zielgruppen am meisten genutzt wird, wobei auch die spezielleren Sachen wie Snapchat oder TikTok da eine große Rolle spielen in den jüngeren Zielgruppen. So, das heißt, wenn ich weiß, wen ich erreichen will,
dann habe ich die Möglichkeit, die unterschiedlichen Kanäle zu kombinieren, beziehungsweise ja, die größte Effektivität, würde ich sagen, ist die Kombination zwischen Facebook und Instagram, weil es einfach ein Unternehmen ist, weil man diese Werbeanzeigen auch kombinieren kann. Und ansonsten, ja, muss ich halt schauen, wie ist mein Ziel und was will ich erreichen. Vom Überblick habe ich euch jetzt noch mal so ein paar Sachen zusammengestellt. Also bei Facebook habe ich es bereits schon erwähnt, die bietet einfach eine gute Basis, eine gute Grundlage für die Öffentlichkeitsarbeit in Social Media Kanälen insgesamt. Einfach auch, weil es gute Werbemöglichkeiten bietet und weil das Ganze auch verknüpft ist mit Instagram und WhatsApp. Das heißt, ich kann verschiedene Kanäle auch in gewissen Funktionen zusammenfassen und habe da natürlich eine größere Bandbreite an Möglichkeiten als jetzt in den speziellen Kanälen. Also Instagram, WhatsApp bietet sich da zum Beispiel an. Ansonsten von den Medien her kann man natürlich alles teilen, was man gerade wozu man gerade Lust hat, alles, was das Vereinsleben sozusagen gerade hergibt, Bilder, Videos, Links, Stories etc. Und ja, man hat die Möglichkeit, da auch relativ viel Text unterzubringen, im Gegensatz zu den anderen Kanälen, sage ich jetzt auch nochmal gleich was zu. Und ja, von der Zielgruppe haben wir eben schon gesehen, ist es eher so, sind es die Nutzer ab 30 Jahren, die aktuell in Facebook aktiv sind. Das hat Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt aus der Perspektive eines Vereines das Ganze betrachtet, habe ich wahrscheinlich viele Vereinskollegen, Kolleginnen, die ich so als Profil dann natürlich auch auf meine Seite kriegen kann, als Follower, als Fan der Seite und kann da entsprechend meine Community ganz gut aufbauen. Und eine weitere Besonderheit ist auch bei Facebook, dass es viele Gruppen gibt. Das heißt, es gibt nochmal intern, beziehungsweise es gibt themenspezifische und regionale Gruppen. Das ist eine gute Möglichkeit, um auch zum Beispiel Dinge zu bewerben, Veranstaltungen oder auch Themen zu diskutieren. Und zwar gibt es Gruppen zu allen möglichen Themen. Also es gibt zum Beispiel in jeder Stadt regionale Gruppen, wo klar ist, da werden die Themen diskutiert und geteilt, die jetzt konkret mit der Stadt oder der Region zu tun haben. Die Leute posten da selbstständig irgendwelche Veranstaltungen oder Wandertouren oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich themenspezifische Sachen, also alle möglichen Sportarten sind da zu finden. Es gibt Wandergruppen, es gibt Fußballgruppen, es gibt Tennisgruppen, es gibt alles Mögliche. Und je nachdem, wie dann meine Strategie aussieht, kann ich natürlich auch dann die Gruppen bespielen. Das heißt, wenn ich einen Post mache zu einem bestimmten Thema, kann ich den dann natürlich auch, sofern erlaubt, in die entsprechende Gruppe teilen und habe dann auch nochmal eine größere Reichweite. Ja, insgesamt gute Werbemöglichkeiten. Ich hatte es schon angesprochen und ja, wenn man da jetzt ein Gesamtfazit ziehen sollte, dann muss ich sagen, Facebook ist und bleibt einfach noch so die Grundplattform, von der ich meine Aktivitäten starten kann. Immer noch ein gutes Medium, um im Bereich Öffentlichkeitsarbeit da tätig zu sein. Das Gleiche gilt auch natürlich für Instagram. Und da gibt es jetzt nochmal ein paar Besonderheiten. Die App ist in erster Linie auch auf Smartphone ausgerichtet. Das heißt, ich kann da am Desktop relativ wenig machen. Das heißt, auf der anderen Seite bin ich mobil, bin flexibel, kann kreativ sein mit meinem Smartphone, das die meisten sowieso immer dabei haben werden. Und die Kommunikation bei Instagram läuft in erster Linie visuell ab, das heißt über Fotos und kurze Videos. Und das ermöglicht natürlich das Teilen von Eindrücken aus dem Vereinsleben. Das funktioniert relativ schnell
und unkompliziert, und zudem habe ich wesentlich mehr Tools, um Fotos und Videos auch zu bearbeiten. Ich habe da verschiedene Filter, Effekte, ich kann Texte auf meine Fotos legen, ich kann Stories machen, ich kann alles Mögliche mit meinem Smartphone erledigen und bin natürlich dann flexibel und auch immer aktuell unterwegs. Die Ansprache logischerweise von den Zielgruppen her bezieht sich eher auf jüngere. Und Essen, Ernährung, Sport, alles Themen. Und auch immer aktuell unterwegs. Die Ansprache logischerweise von den Zielgruppen her bezieht sich eher auf jüngere, oft sportaffinen Zielgruppen. Das heißt, gerade so Lifestyle-Themen stehen auf Instagram im Vordergrund. Essen, Ernährung, Sport, alles Themen, die relativ ja, breit in der Diskussion sind. Und ich habe es eben schon erwähnt, der Text steht hier weniger im Vordergrund. Also wie gesagt, die visuelle Ausrichtung ist hier eher gegeben und im Text liest da wahrscheinlich eher weniger jemand, beziehungsweise ich habe dann auch relativ beschränkte Möglichkeiten, da Links zu platzieren. Das heißt, wenn ich Veranstaltungen bewerben wollte, wäre jetzt Facebook zu bevorzugen, weil ich da einfach auch einen Link platzieren kann auf meine konkrete Veranstaltung, auf meine Vereins- oder Verbandswebseite. Das geht bei Instagram nur eingeschränkt. Das heißt, ich habe einen Link frei in meinem Profil und ansonsten in den verschiedenen Beiträgen habe ich da nicht die Möglichkeit, den Link. Ich kann ihn zwar als Text ablegen, aber niemand tippt dann den Text ab und versucht dann auf die entsprechende Webseite zu kommen. Das heißt, wie gesagt, es gibt da Vor- und Nachteile und jeder Kanal hat da natürlich seine eigenen. Twitter ist eigentlich eher so ein berufliches Netzwerk. Die stärkste Gruppe sind hier die Nutzer zwischen 25 und 45 Jahren und ja, Meinungsführerinnen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und natürlich viele Journalisten sind da zu finden. Und ja, im Gegensatz zu den anderen Plattformen wird es halt professionell genutzt und man kennt das aus der Öffentlichkeitsarbeit von vielen Politikern, so, das sind so die klassischen Nutzer. Und von daher stellt sich so die Frage, spielt das eine Rolle für Vereine oder Verbände? Was will man damit erreichen? Kann man natürlich machen. Die Reichweite ist ja begrenzt, also von den Nutzern liegen wir da bei 5% aller Social Media Nutzer. Man kann das machen natürlich. Auch wenn man insbesondere da eine politische oder eine soziale Agenda verfolgt oder man hätte jetzt zum Beispiel ein großes Ereignis, eine große Veranstaltung, würde sagen, ich mache jetzt hier einen Live-Ticker, dann bietet sich die Plattform natürlich an, da diesen Live-Ticker zu schalten und ja, da gibt es natürlich große Vorteile. Ansonsten, wie gesagt, muss man sich halt so die Frage stellen, welche Nutzer finden sich auf Twitter und wenn es dann passt, dann okay, dann kann man das natürlich machen. Und um sich auch auf professioneller Ebene auch nochmal zu vernetzen. Aber das muss man dann im Einzelfall entscheiden, weil natürlich, egal wo man aktiv ist, das bindet definitiv Zeit und da muss man auch schauen, wo man da die Prioritäten legt. Genauso wie bei Snapchat, da sind wir jetzt bei den jüngeren Nutzergruppen. Das ja, ist auch eher visuell angelegt. Das geschieht in Form von Kurzvideos, die man teilen kann, aber die dann eine bestimmte Ablaufzeit haben. Das heißt, die sind nur kurz sichtbar und werden dann gelöscht.
Ist ja beliebt in jüngeren Altersgruppen. Fast die Hälfte der Nutzer sind im Alter von 15 bis 26 Jahren. Ja, kann man machen, muss man nicht. Auch hier wieder die Frage, was will ich erreichen und passt das für mich? Ja, also zum Beispiel hier gerade als Beispiel auch genannt, Unternehmen nutzen Snapchat, um an diese jüngere Zielgruppe heranzukommen, wenn es um Marketingaktivitäten im Hinblick auf potenzielle Auszubildende geht. Also da stellen sich dann Unternehmen auch gerne dar und versuchen da diese entsprechenden Zielgruppen anzusprechen. Das gleiche, TikTok ist auch nochmal so eine eher jüngere Plattform, da die Altersgruppe auch 14 bis 29 Jahre. Und auch da stehen Videos im Vordergrund und ja, das geschieht in der Form, dass man dann auch die Videos verändern kann. Also die Kreativität ist hier auch im Fokus. Und ja, zusammen halt mit Snapchat ist TikTok bei den Jüngeren auch sehr beliebt. Die Frage ist dann für mich persönlich auch so, okay, was kann ich damit erreichen? Genau, das mal als kurzen Überblick über so die wichtigsten Social-Media-Kanäle. Die Frage ist natürlich, wie gehe ich so ein Thema an, gerade jetzt im Vereinskontext oder im Verbandsbereich. Ja, einfach mal machen ist so die Devise. Ausprobieren, zu schauen, was funktioniert nicht, dann die Strategie wieder ein bisschen anpassen und ja, seine Schlüsse einfach ziehen, vor allen Dingen schauen, was will ich denn überhaupt erreichen und wo befinden sich meine Zielgruppen. Und da kann ich natürlich auch sagen, dann, ich kann mich einarbeiten und kann sagen, ich versuche da jetzt meine eigenen Kompetenzen zu erweitern und zu schauen, dass ich da fit werde in dem Thema. Ich kann aber auch hingehen, ich bin mir sicher, dass in jeder Organisation es IT-affine bzw. Social-Media-affine Mitglieder, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gibt, die sozusagen als Experten in das ganze Thema mit eingebunden werden können. Und das wäre so mein Vorschlag, das wäre so mein Wunsch, dass man da auch zum Beispiel Jüngere mit in die Vereinsarbeit mit einbeziehen kann, die sowieso die Social-Media-Kanäle aktiv nutzen, ja, und insofern sind das genau die Experten, die vielleicht auch der einen oder anderen Organisation weiterhelfen können. Und wie gesagt, wenn das Ganze abgestimmt ist in einer gewissen Strategie, wenn das klar ist, wo soll die Reise hingehen, dann kann man durchaus diese, ja, Social-Media-Experten einbinden als Redakteur in der Rolle oder als Social-Media-Beauftragte, wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass es da einige Möglichkeiten gibt. Ansonsten ausprobieren, machen und falls es da Fragen gibt, auch gerne Kontakt aufnehmen zum Bildungswerk. Wir unterstützen zum Thema Social Media und stehen da natürlich für euch auch bereit, wenn es da spezielle Fragen gibt. Ansprechpartner wäre in dem Falle in erster Linie ich, aber meine Kollegen sind da auch fit, beziehungsweise die würden dann diese Anfragen auch entsprechend weiterleiten. Also scheut euch nicht zu fragen, zu ja, euren Plänen, zu euren Ideen, die ihr da habt. Auch in Bezug auf Medienkompetenz, Medienrecht, was man beachten muss im Sinne der Veröffentlichung. Also gerade im Foto- und Videobereich ist es natürlich dann auch eine Frage, welche Fotos darf ich verwenden, was gibt es da für Dinge zu beachten. Also da stehen wir auch zur Verfügung. Insgesamt natürlich auch für die Strategie im Bereich Social Media. Wenn ihr da Lust und Laune habt, freuen wir uns auf eure Anfragen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt da einen kleinen Einblick bekommen in das Thema Social Media und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.